Willkommen zum spektakulärsten Event des Jahres, dem TV-Total-Turmspringen. In Berlin kämpfen 7 Promi-Duos um den Titel, und die Spannung ist kaum zu überbieten. Die Königsdisziplin? Natürlich das Synchronspringen. Im großen Finale standen sich echte Stars gegenüber. Der charismatische Sebastian Puffpaff und der humorvolle Simon Gosejohann traten gegen die TikTok-Stars Paolo Muck und Adito Toro sowie die Muskelmänner Dr. Rick und Dr. Nick an die Ärzte, die nicht nur im Ob brillieren. Am Ende waren es die Chirurgen, die mit einem spektakulären Sprung aus 7,5 Metern Höhe und einem doppelten Rückwärtssalto die Jury begeisterten und satte 94,50 Punkte absahnten. Leider lief es für die Reality-Stars Yasin Mohamed und Tim Kühnel nicht so gut. Obwohl sie mit einem witzigen Einspieler und stylischen Boxerbraids die Herzen der Fans eroberten, konnten sie die Kampfrichter nicht überzeugen. Ihr erster Sprung? Ein echter Bauchplatscher. Immerhin blieb ihnen der Humor, die Frisur war immerhin synchron, scherzte Yasin nach ihrem Auftritt. Und dann war da noch Sebastian Puffpaff. Als Host des Abends wagte er sich auch in der Einzelwertung auf das Brett und überraschte alle. Trotz der bissigen Kommentare von Christian Straßburger legte Puffpaff eine Topleistung hin und schaffte es bis ins Finale. Dort warteten die starken Konkurrenten Marcel Nguyen und Mimi Kraus ein Showdown, den man nicht verpassen sollte.